So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal wieder mein, nicht Lieblingsthema, aber Dauerbrenner. Wortspiel. Feuer! Ja, und zwar nochmal ein bisschen Feuerrecht. Ich hatte ja schon vor Jahren gedacht, ich hätte jetzt das Thema Recht im Wald in aller Ausführlichkeit, bei allen Belangen, die es da gibt, ausführlich besprochen. Ist wohl nicht der Fall, denn mir ist noch was eingefallen. Ich saß vor ein paar Wochen, ja, oder auch ein paar mehr als nur ein paar Wochen, das könnte schon ein Weilchen, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls saß ich da mal am Lagerfeuer und da begegnete mir eine fremde Person, legales Lagerfeuer, ja, hochoffiziell, alles tippitoppi, und saß da auch am Lagerfeuer. So, und dann kannte mich diese Person, das kommt vor, insbesondere im Wald an Lagerfeuern, ist das irgendwie meistens so. Und dann hat man halt so ein bisschen sich unterhalten, unter anderem eben, wenn man am Feuer sitzt, liegt es ja nahe, die Thematik Feuer. Und da ging es dann auch mal drum, was kostet eigentlich so ein illegales Lagerfeuer. Und da war mein Gegenüber doch sehr überrascht, dass die theoretisch je nach Bundesland und je nach Gesetzeslage bis zu 100.000 Euro kosten können. Bußgeld. So. Jetzt ist Bußgeld dahingehend interessant, dass Bußgeld ja immer noch nur eine Ordnungswidrigkeit ist, nur, aber so eine Ordnungswidrigkeit, die kann halt auch schon richtig, richtig teuer werden, wenn es dumm läuft. Eigentlich besteht, das habe ich jetzt lange recherchiert, der Unterschied zwischen einer Ordnungswidrigkeit und einer Straftat, das wird übrigens unter Juristen auch durchaus immer mal wieder gerne diskutiert, wo der genau besteht, habe ich mir sagen lassen, aber im Wesentlichen kann ein Bußgeld für eine Ordnungswidrigkeit von der zuständigen Behörde direkt verhängt werden, ohne dass da irgendwie ein Gerichtsprozess da vorhergehen müsste oder mit einhergehen müsste. Ja? Wenn man dann Widerspruch gegen das entsprechende Bußgeld einlegt, dann kommt der Richter und dann muss der entscheiden, dann wird da auch ein entsprechender Amtsgerichtsprozess, keine Ahnung, ob man das so nennt, aber jedenfalls ein Prozess am Amtsgericht draus, wo dann auch wirklich ein entsprechender Jurist das Ganze nochmal prüft und überlegt, ob dieser Bußgeldbescheid denn jetzt nun rechtens ist oder nicht und ob das aufgehoben wird oder irgendwie gekürzt oder erhöht oder was halt auch immer dabei rauskommt. Ja, das kann ich jetzt nichts zu sagen. So, und das ist jetzt interessant, weil eben diese Bußgeldbescheide, man findet zu manchen Sachen, die eben eine Ordnungswidrigkeit sind, relativ genaue Angaben, was die kosten. Da gibt es dann so schöne Kataloge, da kannst du gucken, bist du 10 km/h zu schnell gefahren innerorts, dann kostet das so und so viel. Bist du 20 km/h zu schnell, dann kostet das so und so viel. Also grundsätzlich bei Verkehrsregelverstößen, was ja auch fast alles Ordnungswidrigkeiten sind, jetzt mal von Drogen und Rauschfahrten abgesehen, ich glaube, das sind so die beiden großen, die ganz schnell zur Straftat werden, sind das meistens Ordnungswidrigkeiten. Und dafür kann es wirklich gravierende Bußgelder zum Teil geben. Kann, muss aber nicht. Aber jedenfalls in Form von Straßenverkehrsdelikten ist es halt gut festgeschrieben. Das ist im Wald nicht so. Im Wald gibt es im Wesentlichen auch eine Liste von Ordnungswidrigkeiten, die recht klar definiert ist. Die besteht aus, grob gesagt, Fläche betreten, die du nicht betreten darfst, auf Fläche zelten, die du nicht betreten darfst, auf Fläche, die du nicht betreten darfst, Feuer machen, generell Feuer machen, befahren mit Kraftfahrzeug von Fläche, die nicht befahren werden darf, Fläche, die nicht betreten werden darf, und Abstellen von Kraftfahrzeug oder sonstigem Fahrzeug, das wird teilweise nochmal unterschieden, auf Fläche, die nicht betreten werden darf. Irgendwie so um den Dreh. Wilderei beispielsweise, das ist gleich eine Straftat, ne? Allerdings durchaus eine, die billiger sein kann als Feuer machen im Wald. Wie das zusammenhängt, warum das so sein kann, was da die juristischen Hintergründe sind, da kann man sicherlich lang und breit drüber diskutieren. Ich hoffe, irgendwo wird das auch getan und man denkt da mal über eine Reform nach. Aber fürs Erste
können wir da, glaube ich, jetzt nicht allzu viel dran ändern und müssen das jetzt mal so schlucken. Gut, nochmal zur Erinnerung, wie ist die Situation mit dem Feuermachen in Deutschland? Abgesehen von Niedersachsen gilt in jedem anderen Bundesland, Feuermachen ist genehmigungspflichtig, wer keine Genehmigung hat, und dafür muss er schon wirklich genau wissen, dass er sie hat, aus Versehen hat die keiner, der darf kein Feuer oder offenes Licht im Wald oder in den meisten Fällen 100 Meter, es sei denn, es ist das eigene Grundstück, dann ist die Entfernung etwas geringer, die man einhalten muss, meinetwegen dann 30 Meter vom Wald entfernt, darf besagtes Feuer oder offenes Licht im Regelfall nicht gebraucht werden. So, was ist jetzt Feuer und offenes Licht? Das geht los beim, ja, und das ist tatsächlich so, wenn man es wirklich, wirklich, wirklich grob auslegen möchte, beim Streichholz und hört auf beim fetten Party-Grillfeuer für 40 Hexen, die man damit simultan verbrennen könnte. Ja, also so um diesen Dreh handelt es sich. Das ist alles streng genommen jetzt erstmal für den Tatbestand, das gibt es nicht bei Bußgeldern, ne? Also für die Ordnungswidrigkeit des Feuermachens im Wald ist das erstmal unerheblich. Ja, erstmal. Später spielt es dann noch eine ganz, ganz große Rolle. Und die Ausnahmen sind, wo man dann doch eben Feuer machen darf, in den meisten Bundesländern, nicht alle, aber dazu müsst ihr euch dann meine entsprechende Videoreihe angucken, die ich da mal gemacht habe, was in welchem Bundesland gilt. Wenn ich dran denke, verlinke ich sie, wenn nicht, verlinkt sie hoffentlich jemand anders, da wäre ich dann sehr dankbar. Also mal ehrlich, wahrscheinlich denke ich wieder nicht dran, ich kenne mich doch. Ja, ihr mich auch, wahrscheinlich. Erste Ausnahme, es ist eine legale Feuerstelle, legale behördlich genehmigte Feuerstelle. Woran erkennt man die? Im Idealfall hat sie ein Schild. Da steht drauf, hier ist eine legale Feuerstelle bzw. Feuerstelle, Feuermachen unter folgenden Bedingungen erlaubt. Das ist dann ein langer, langer Wulsch von Bedingungen. Wenn man sich daran überall hält, dann ist gut, dann darf man da Feuer machen. Ja, manchmal muss man es auch vorher anmelden, manchmal muss man da irgendwo anrufen, manchmal muss man irgendwo ein paar Euro blechen, aber in irgendeiner Form geht das dann. Ja, das steht dann auf diesem Schild. So, aber dafür hat man dann auch Rechtssicherheit. Dann gibt es die behördlich genehmigten und öffentlichen Feuerstellen, die kein Schild haben. Die sind daran zu erkennen, dass der Bauaufwand für die Feuerstelle entsprechend groß ist. Soll heißen, das ist zum Beispiel eine ausbetonierte Bodenwanne, in der offensichtlich der Boden nicht Feuer fangen kann, weil es ja alles Beton drumherum. Oder so ein Stahlrechteck und da in der Mitte befindet sich die Feuerstelle und drumherum eben Stahlwand. Oder es hängt ein fetter eiserner Schwenkgrill drüber. All so ein Zeug, was halt eben niemand mal eben illegal in den Wald stellen kann, ohne dabei großartig erwischt zu werden. So eine kleine Ausnahmegeschichte, ja, so eine Grauzone, sind Feuerstellen mit einem gewissen Bauaufwand, noch mit einem leichten Bauaufwand, aber doch mit einem gewissen, zum Beispiel noch ein paar Bänke drumherum, die zumindest mal aus zwei großen Steinen und jeweils einem ordentlich zubereiteten Brett bestehen. Zubereitetes Brett meint jetzt eben nicht einfach nur einen Balken, also einen Baumstamm in Anführungszeichen, den man bestenfalls noch halbiert hat, sondern wirklich ein richtiges Brett, dass man so, ja, so hier, so ein Brett, dass man also wirklich erstmal aus dem Sägewerk mitnehmen muss oder erst mit einer großen Säge bearbeitet haben muss, um es dahin zu stellen. Und wenn das auf zwei Steinen liegt und davor ist eine Feuerstelle und auch wenn die nur mit ein paar Steinchen umrundet ist, als einzige Begrenzung, dann kann die auch gerade noch so offiziell sein, wenn man begründeterweise die Vermutung haben darf, dass die da offensichtlich geduldet wird. Ein Beispiel, an der Schwarzenbach-Talsperre steht so ein Ding rum, bei uns im Schwarzwald, ne? Das ist wirklich eine bekannte Sehenswürdigkeit, wie sehenswert die jetzt ist, kann man sich streiten, aber das Ding ist bekannt, da gehen viele, viele, viele Leute drum rum und direkt, nicht direkt am Ufer, aber ein bisschen oberhalb befindet sich eben diese Feuerstelle, die eigentlich nicht sonderlich offiziell aussieht, aber die ist da schon lange. So, und jetzt könnte man doch meinen, dass da die ja schon lange ist, irgendwann mal irgendwer von irgendeiner Behörde dieses Ding bemerken müsste und das mal entfernen und dann in irgendeiner Form reagieren auf das Teil, wenn es dann jemand kratzt. Und da es offensichtlich niemanden kratzt,
würde ich jetzt sagen, kann man das Ding da durchaus mal verwenden und hätte dann gute Argumente, gerade wenn man nachweisen kann, dass es die da schon ewig gibt und man keine Möglichkeit hat festzustellen, weshalb die illegal sein sollte, hat man sehr, sehr gute Argumente, falls dann mal jemand vorbeikommt und doch meckert. Ja, also das zu den Feuerstellen, die per se dadurch, dass sie da sind, möglicherweise legal sind. So, jetzt gibt's dann noch die Möglichkeit, dass in der Person von einem selbst die Erlaubnis zum Feuermachen liegt. Ja? Dass man das also darf, weil man halt jemand ist, der da besondere Rechte hat. Da gibt es auch wieder in den meisten Bundesländern Ausnahmen, bestätigen die Regel, aber generell fast überall den Waldbesitzer. Ein Jäger bei der Jagdausübung, oft auch ein Imker bei der Imkereiausübung, jemand, der vom Waldbesitzer beschäftigt wird, Mitarbeiter der Forstbehörde, in seltenen Fällen noch irgendwelche Naturschutzmenschen, die einer Naturschutzbehörde in irgendeiner Form unterstehen, da mitarbeiten oder da tatsächlich Beamter sind. Wenn es eine Behörde ist, gibt es da auch Beamte, ist ja klar. Und das ist es im Wesentlichen eigentlich auch schon gewesen. Das heißt, wenn ihr der Jäger seid und es ist euer Jagdrevier, dann dürft ihr wahrscheinlich ein Feuer machen. Wenn euch der Wald gehört, dann dürft ihr wahrscheinlich ein Feuer machen. Wenn ihr der Imker seid und aus irgendwelchen Gründen einen Deal mit dem Waldbesitzer habt oder euch der Wald gehört, meistens geht das miteinander einher, dann dürft ihr da auch insofern Feuer machen, dass ein Imker das ja muss, um seine Rauchpuste-Einrichtung, keine Ahnung, wie das heißt, nehmt es mir nicht übel, falls jetzt jemand Imker ist, ist nicht böse gemeint, ich bin halt einfach nur nicht vom Fach, zu betreiben, ja. Alles andere ist unrealistisch. Ja, so. Theoretisch, aber je länger ich mich mit der Thematik befasse, desto unwahrscheinlicher wird das, kann man auch eine hochoffizielle Erlaubnis von Behörde, Forstbehörde XY bekommen, um im Wald so und so Feuer zu machen. Es mag vielleicht noch angehen, dass man mal temporär die Erlaubnis bekommt, ein Feuerle zu machen auf Waldstück so und so, wenn man zum Beispiel mit einer Schulklasse unterwegs ist. Ja? Und derjenige ist, der jetzt die Schulklasse in den Wald führen soll. Und dazu, zu dem Walderlebnis, gehört halt auch mal ein Lagerfeuerchen. Dann mag man vielleicht mal so eine Erlaubnis bekommen. Fürs Privatvergnügen, ich möchte gerne ein paar Würstchen grillen, darf ich ein Feuer machen? Ja, das wird, es ist super unrealistisch, weil dann fragen die sich halt schon, was soll der Quatsch? Warum musst du jetzt für dein Privatvergnügen unbedingt mitten im Nirgendwo ein Feuer machen? Ja, und wenn man dann nicht unbedingt jetzt gerade jemand ist, der wirklich sehr gute Connections hat zur entsprechenden Forstbehörde oder da jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter und so fort, sind wir mal ehrlich, so läuft das nun mal ab, dann... Ich habe früher noch behauptet, das kann mal klappen, aber jetzt sind wir mal, nee. Also ich würde vorschlagen, die Zeit und den Aufwand für so eine offizielle Genehmigung, den man da reinstecken muss und dann kriegt man es doch nicht, das würde ich mir sparen wollen. Ja. Was nochmal geht, ist unter der Hand, ne, dass man also den Förster im Wald mal trifft und ihn mal freundlich fragt, sagen Sie mal, wie ist denn das, wenn ich jetzt da drüben da in diesem hochgradig brandgefährdeten Kiefernmonokulturforst da mit der super dichten Kiefernagelauflage, wenn der Ihnen mal abbrennt, dann sind Sie doch bestimmt nicht traurig. Und dann sagt der Förster, stimmt, da wollte ich schon lange mal den blöden Kiefernforst weghaben. Dann, nein, das wird nicht passieren. Nicht verwirren lassen, nur dummer Witz meinerseits. Nee, im Gegenteil. Also wenn ihr dann irgendeinen Wald nennt, der nahezu überhaupt nicht feuergefährlich ist, ja, und ihr erkennen lasst, dass ihr in der Lage seid, sehr wohl zwischen aktueller Waldbrandgefahr und aktueller Nicht-Waldbrandgefahr, also sprich es regnet in Strömen zum Beispiel, zu unterscheiden. Und dann der sagt, der Förster, naja, also ich weiß, wer es gewesen ist, wenn der Wald brennt, also gefälligst vorsichtig sein, aber ansonsten, solange der Wald nicht brennt, habe ich nichts gesehen. Ja, das mag vielleicht auch noch hinkommen. Da gibt es auch Leute, die haben so ein Agreement. Das gibt's. Ja.
Das hängt aber eben sehr von den jeweilig beteiligten Menschen ab. Da muss man selber einen sehr glaubwürdigen, sehr kompetenten und feuertechnisch kompetenten Eindruck entsprechend hinterlassen. Dann muss es ein entsprechender Wald sein, der einfach nicht besonders feuergefährdet ist. Und dann muss der entsprechende Zuständige, mit dem man da gesprochen hat, auch wieder entsprechend drauf sein. Dann mag das vielleicht klappen. Rechtssicherheit bringt es natürlich nicht, für beide Beteiligten nicht, und deswegen mag es auch durchaus den einen oder anderen Förster geben, der da einfach kategorisch grundsätzlich Nein sagt, einfach weil es ist auch sein Risiko. Ja, nachher kommt dann, wenn doch der Wald brennt, eben bei raus, dass angeblich der Förster Ja gesagt haben soll, dann kann er natürlich sagen, nö, hat er nicht, er kennt denjenigen da gar nicht, der da hier jetzt irgendwie den Wald angezündet hat, aber dann bist du halt doch in einer, ich sag mal, vorsichtig ausgedrückt, sehr unangenehmen Situation. Also nicht drauf verlassen, das mag es vielleicht hier und da mal geben, aber ja, so. Und das war's. Es gibt noch den Sonderfall Niedersachsen, den ich an dieser Gelegenheit immer mal wieder gerne erwähne. Ich möchte den Sonderfall Niedersachsen aber noch mal mehr abschwächen, als ich das bisher getan habe. Es gibt auch eine neue Formulierung, die im Gesetz erst seit vergleichsweise kurzem drin ist. Ich hatte noch eine ältere Auflage beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben. Da steht nämlich jetzt drin, neben dem, der ein oder andere wird sich erinnern, neben der Formulierung, dass Feuermachen nur in den Sommermonaten quasi verboten ist, da steht irgendein genaues Datum, habe ich jetzt nicht auswendig drauf. Das heißt, in den Wintermonaten ist es logischerweise dann nicht verboten, wenn es ja ausdrücklich nur in den Sommermonaten verboten ist. Und was nicht verboten ist, das ist erstmal erlaubt, es sei denn, es ist woanders verboten. So, und das ist jetzt der springende Punkt. Denn was im Landeswaldgesetz von Niedersachsen steht, das ist das eine. Aber da steht eben auch noch, dass lokal, kommunal und sonst irgendwie von dieser Verordnung dahingehend abgewichen werden kann, dass der Zeitraum, in dem kein Feuer gemacht werden darf, verlängert werden kann. Und zwar aufs ganze Jahr. Und dann hat sich das Ganze gegessen. Und man weiß nie, in welcher Kommune man gerade hockt. Man hat keine Möglichkeit, wirklich zu wissen, ist man gerade schon über der Grenze, ist man nicht über der Grenze. Wenn die eine Kommune jetzt tatsächlich keine entsprechende Regelung hat und die nächste hat es doch, dann hat man da gegebenenfalls Pech. Und dann kommt noch erschwerend dazu, wie mir neulich auch erst in die Kommentare geschrieben wurde, was durchaus stimmt, was auch mit ein Grund ist, weshalb ich da nochmal drüber nachgedacht habe, auch wenn ich den Kommentar, glaube ich, gar nicht groß beantwortet habe, mea culpa. Ich schaff's auch einfach nicht, alle Kommentare, das kriege ich nicht hin. Da war die Rede eben davon, dass in Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten sowieso, völlig zu Recht, natürlich, da machen wir auch wirklich, 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 wirklich kein Feuer, ja. Wir machen natürlich grundsätzlich sowieso kein illegales Feuer, aber wenn wir schon kein illegales Feuer machen, dann machen wir erst recht kein illegales Feuer in Naturschutzgebieten. Gut, ja, aber da Niedersachsen, also der normale Wald in Niedersachsen, fast nur aus Landschaftsschutzgebieten zu bestehen scheint, weil es gibt ein paar Ecken, die keins sind, aber doch, es gibt da recht viele, das ist so, ich habe mir das nochmal auf der Karte angeguckt. Also wenn man einfach so durch den Wald rennt und denkt, man kann jetzt ein Feuer machen, nee, da muss man vorher wirklich ausführlich recherchieren, in welchen Waldstücken man denn möglicherweise ein Feuer machen könnte. Und das ist vom Rechercheaufwand vergleichbar mit der Suche nach der nächsten legalen Feuerstelle. Das heißt also, versteift euch bitte nicht auf die große Ausnahme in Niedersachsen, wo das theoretisch in irgendeiner Form so halbwegs noch erlaubt ist im Winter. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Der spannende Teil ist denn jetzt nämlich folgender. Ja, was ist denn jetzt, wenn tatsächlich jemand so böse ist und macht ein illegales Feuer? Ja, also ein ordnungswidriges Feuer, streng genommen. Weil eine Straftat ist es erstmal nicht. Ich muss mich dahingehend ein bisschen entschuldigen. Ich habe vergessen zu recherchieren, ab wann denn jetzt nun Brandstiftung ist und wann denn jetzt nur illegales Feuer gemacht, beziehungsweise einfach ordnungswidrig Feuer im Wald betrieben. Da muss ich mich nochmal schlau machen und werde euch das jetzt hier in irgendeiner Form nochmal als Voice-Over irgendwie reinquatschen. An dieser Stelle. Sodala, also erstmal klassisch Brandstiftung hätten wir dann, wenn wir absichtlich irgendwas anzünden. Das tun wir ja im Regelfall nicht, sondern
Schlimmstenfalls sind wir halt dämlich im Umgang mit dem Lagerfeuer, beziehungsweise entdecken wir jemanden dabei, wie er dämlich im Umgang mit dem Lagerfeuer ist. Und das wäre dann eben entsprechend fahrlässige Brandstiftung oder aber eben entsprechend die Herbeiführung einer Brandgefahr und das dann auch wahrscheinlich wieder im Bereich fahrlässig. Wenn wir bei der Herbeiführung einer Brandgefahr bleiben wollen, weil das ist deutlich relevanter für das Auslösen von Waldbränden und wurde deswegen auch extra erst im Strafgesetzbuch hinzugefügt, weil es eben so viele Waldbrände gegeben hat, dann ist das wahrscheinlich das, was noch am ehesten einem drohen könnte, wenn man da eben im Wald ein Feuer anzündet. Und spannend ist hier jetzt der dritte Punkt, also 1.3, Wälder, Heiden und Moore oder durch Rauchen oder durch offenes Feuer oder Licht, durch Wegwerfen brennender oder glimmender Gegenstände oder in sonstiger Weise in Brandgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Jetzt beachten wir aber bitte nochmal den allerletzten Satz ganz unten, den Absatz 3. Wer in den Fällen des Absatz 1 fahrlässig handelt oder in den Fällen des Absatz 2 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 1 Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Mir ist kein Fall bekannt, wo in Deutschland jemand was anderes als den dritten bekommen hätte beim Herbeiführen einer Brandgefahr, eben entsprechend im Walde durch wirklich völlig idiotischen Umgang mit Feuer. Und ja, ne? Vor Brandstiftung ist, glaube ich, noch nie, zumindest habe ich überhaupt nichts dazu gefunden. Ich weiß aber auch nicht, da ich ja doch kein Jurist bin, auch wenn ich das alles sehr interessant finde, nicht genau, wie man sowas recherchiert, wo man da irgendwelche Urteile finden kann, um mal zu gucken, wie viele Leute da eigentlich entsprechend bestraft worden sind. Es gibt schon diverse Fälle von Brandstiftung jedes Jahr in Deutschland. Dazu gehören auch diverse Fälle von Brandstiftung im Wald, aber das ist dann auch ganz oft schwierig, entsprechenden Täter überhaupt zu ermitteln. Weil ist halt der Wald, ne? Das wissen wir alle, da kann man sich nun mal gut verstecken. So, spannend wäre jetzt natürlich noch, angenommen, wir machen jetzt ein nicht den Wald gefährdendes Feuer, ja? Also bei strömenden Regen irgendwo, wo man den Wald gar nicht anzünden kann, machen wir trotzdem ein Feuer. Dann würde ich das sehr, sehr stark so auslegen wollen, und das ist wohl auch tatsächlich so, dass man dann ja den Wald gar nicht in Brandgefahr bringt und damit der 306f, das Herbeiführen einer Brandgefahr, nicht gilt, sondern immer noch einfach die Ordnungswidrigkeit, dass man entgegen dessen, dass man das halt nun mal nicht darf, ein Feuerchen im Wald gemacht hat und dann eben entsprechend ein Bußgeld bekommt, auch wenn keine wirkliche Brandgefahr gewesen ist. So, und das ist jetzt dahingehend wichtig, weil ich sehr davon ausgehe, dass diejenigen, welche natürlich auch immer noch kein Feuer im Wald machen, aber sollten Sie aus Versehen doch mal ein Feuer im Wald machen, dann wird es im Regelfall wahrscheinlich so sein, dass Sie das Feuer nur dann machen, hoffe ich doch sehr, wenn überhaupt keine Brandgefahr besteht, und damit würde Sie dann der 306F nicht be betreffen, weil die Brandgefahr fehlt, ja? Also nur noch ein ordnungswidriges Feuer entsprechend im Raum steht. Und ich denke, da können wir uns dann so ungefähr mal einpegeln, wenn wir wissen wollen, wo ist denn jetzt, wo beginnt die Straftat und wo endet die Ordnungswidrigkeit, ne? Also, wenn nicht wirklich ein Risiko besteht, den Wald anzuzünden, ist es immer eine Ordnungswidrigkeit. Wenn ein Risiko besteht, den Wald anzuzünden, also eine tatsächliche Brandgefahr, dann kann es auch eben der 306F sein und das Ganze dann also auch als Straftat entsprechend bestraft werden. Allerdings gibt es noch die tätige Reue, die hier eine Rolle spielt. Und das gilt insbesondere zum Beispiel für die Brandstiftung. Wenn du was anzündest, danach beschließt, oh Scheiße, das ist doch keine gute Idee, und löscht es, bevor irgendein Schaden entstanden ist, dann kann das strafbefreiend wirken. Ja, tut es dann im Regelfall auch. Und das lässt sich wohl auch eben auf das Herbeiführen einer Brandgefahr so ein bisschen übertragen, wurde wohl schon so gemacht in verschiedenen Urteilen, da habe ich sogar ein paar zu durchgelesen. Dass wenn man eben diese Gefahr herbeigeführt hat, danach aber sofort tätig Reue zeigt und alles wieder löscht, bevor was Schlimmes passiert ist,
dann hat sich das mit dem Herbeiführen der Brandgefahr auch schon wieder erledigt. Was bleibt, ist aber immer noch die Ordnungswidrigkeit, wofür dann immer noch das entsprechende Bußgeld für fällig werden kann, was im Übrigen auch durchaus viel teurer sein kann als die Geldstrafe nach der Straftat, weil, das erzähle ich aber glaube ich nachher nochmal im weiteren Verlauf des Videos, das weiß ich jetzt beim Einsprechen hier gar nicht, Bußgeld ist einkommenunabhängig. Eine Geldstrafe, die ist einkommensabhängig. Wenn du also ein armer Schlucker bist, zahlst du bei einer Geldstrafe meinetwegen 100 Tagessätze à 20 Euro. Wenn du Milliardär bist, zahlst du meinetwegen 100 Tagessätze à 100.000 Euro. Aber das Bußgeld, das kann auch der arme Schlucker, kann auch beim armen Schlucker eben 10.000 Euro betragen, genauso wie beim Millionär 10.000 Euro betragen. Und damit kann das ein Vorteil sein oder ein Nachteil, je nachdem. So, und damit haben wir das hoffentlich geklärt und damit weiter im Text, im Wald. So, da, da. Und jetzt kommt eben der Knackpunkt. Wir machen jetzt, also machen wir nicht, ja, aber angenommen jemand, der Hans Bär, mit der Heckeschere, der würde auf die Idee kommen, im Wald ein Feuerle zu machen. Und dann kommt jetzt der Förster vorbei und scheißt den Hans Bär an. Hans Bär, das kannst du nicht machen. Hier brennt es jetzt ein Feuer, das wird teuer. Wow, ich habe gereimt, das schaffe ich selten spontan. Ha! Das nicht rausschneiden, Zukunftsben, der da im Schnitt sitzt. Schneid das bloß nicht raus. Okay, weiter geht's. Folgendes. Es spielt rechtlich gesehen, das ist nochmal wichtig, ja, keine Rolle, ihr habt dann ein Feuer gemacht, wenn irgendwas brennt. Es ist völlig Schnurz, ob ihr eine Buschbox nehmt, einen sonstigen Hobokocher, eine Öl, nein, eine Laterne nicht. Laterne ist eine Ausnahme tatsächlich. Das ist so eine der wenigen. Ein Trangia, ein Gaskocher, ein Benzinkocher, einen beliebigen anderen Spirituskocher, Espit und was es da sonst noch alles gibt. Es gibt da wirklich viel, ja. Oder eben klassisches Lagerfeuer, kleines Lagerfeuer, großes Lagerfeuer, mittleres Lagerfeuer. Alles, was brennt, ja. Ja, und das bringt uns jetzt zu der Frage, was genau offenes Feuer eigentlich ist. Und ich habe jetzt aus dem Schnitt nochmal versucht, nach Definitionen zu forschen und habe, wie letztes Mal auch, als ich danach geforscht habe, vor der langen Zeit, als ich das ursprüngliche Feuerrecht-Video gemacht habe, wieder nichts super, super Offizielles gefunden. Es gibt einen juristischen Text tatsächlich von einem Gericht, als es um einen Ofen, der in einem Garten stand, ging. Und da war die Regel davon, dass der Begriff offen bei Feuerstätten mit einem offenen Feuerraum gebraucht wird. Das heißt, solche Feuerstätten, die nicht über eine geschlossene Brennkammer verfügen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Hierzu gehören auch Öfen mit einer nicht selbstständig schließenden Feuerraumtür. Soll heißen, wenn ein Ofen, beispielsweise ein Ofen, irgendwann mal zwischendrin offen ist, ja, und es dem Bediener der Ofentür obliegt, ob er diese nun aufmacht oder zumacht und er sie quasi offen stehen lassen kann, dann ist das wohl nach Meinung dieses Gerichts so, dass es sich dann um keinen geschlossenen Brennraum handelt. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass wir im Outdoor-Bereich nichts haben, was in irgendeiner Form mit einer Flamme arbeitet, was einen geschlossenen Brennraum hat. Also auch eine Petroleumlaterne, weil die muss man ja erst, um sie anzuzünden, mal aufmachen und danach ist erst, wenn man sie wieder selbstständig zugemacht hat, weil sie nicht von alleine zugeht, der Brennraum vielleicht geschlossen. Aber das ist halt auch nicht ganz, weil ein bisschen noch offen ist, ne? Also Petroleumlaterne auch offenes Feuer, zumindest ein bisschen offen. Und es ist rechtlich egal, ob ein bisschen offen oder ganz offen. Dann gibt es so lustige Öfen, wie zum Beispiel Raketenöfen. Müsstet ihr mal googeln, wenn ihr nicht wisst, was das ist.
Die haben auch eine Klappe, die man aufmachen kann, Brennstoff reinschmeißen, Klappe zumachen. Das macht man aber manuell und damit ist das auch wieder offenes Feuer, weil es zwischendurch hin und wieder mal offen ist. So, und dann wäre noch anzumerken, zum Beispiel ein Kanonenofen für Zelte, für Tipis oder ähnliches, der noch so ein schönes langes Rohr hat und da oben aus dem Zelt rausragt. Und der ist auch offenes Feuer, weil auch da verriegelt die Tür nicht automatisch wieder, sondern lässt sich öffnen und man kann sie offen stehen lassen, während man Holz entsprechend reinlegt und in dem Moment ist es ein offenes Feuer und der Brennraum ist nicht durchgehend geschlossen. Also scheinbar ist es juristisch wichtig, dass es sich um einen durchgehend geschlossenen Brennraum handelt und wenn wir den nicht haben, und das gibt es nicht für irgendwelche Waldfeueranlagen, Gedönssachen, dann ist alles, was irgendwie brennt, absolut alles, ausnahmslos tatsächlich offenes Feuer. Also da kann man natürlich mehr Toleranz erreichen, wenn man etwas hat, wo die Brandgefahr niedriger ist, als mit etwas, wo die Brandgefahr höher ist. Aber verboten und rechtfertigend für ein Bußgeld ist jede Form von Flamme, die man im Wald irgendwie einsetzen kann. So, jetzt gehen wir mal einfach davon aus, irgendjemand, den wir nicht kennen, der Hans Bär, ja, der macht jetzt ein illegales Feuerchen und wird dabei erwischt. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Er wird erwischt von irgendeinem Waldbesucher, dem ist das Schnurzpiep egal. Der Hans Bär darf weiter sein Feuerchen, also er darf es nicht, aber er macht weiter sein Feuerchen und der Waldbesucher geht seines Weges. Ende. Szenario 2. Der Hans Bär wird erwischt von irgendeinem Waldbesucher, dem das nicht egal ist. Das kann sein, das spielt jetzt tatsächlich nicht mal eine Rolle, der Jäger, beliebiger Waldbesucher, ich, du, ja, egal, ne? So ziemlich alle, mit zwei Ausnahmen, nämlich Polizist, der gerade im Dienst ist, glaube ich, das spielt auch noch eine Rolle, und der Förster, ja? Diese beiden, die sind ein Sonderfall, alle anderen sind die gleiche Kategorie. Ja, der Jäger, der hat, wenn überhaupt, nur die Sonderrechte, dass er jemanden, den er zur Jagd ausgerüstet irgendwo auftrifft, dem die Jagdausrüstung theoretisch abnehmen darf, je nach Bundesland. In Baden-Württemberg geht das zum Beispiel nicht. Und danach muss er den auch laufen lassen. Ja? Aber jedermann, egal ob jetzt Jäger oder sonst wie, hätte nur die Möglichkeit, jemanden festzuhalten, wenn einer von zwei wesentlichen Punkten, beide wesentlichen Punkte erfüllt sind. Erstens, derjenige ist ihm nicht bekannt, das heißt, das Festhalten ist notwendig, um festzustellen, wer das eigentlich ist, bis jemand eintrifft, der dann eben feststellen kann, wer ist das, die Polizei beispielsweise, die das auch darf, dann Personenkontrolle durchführen und so weiter und so fort, um festzustellen, wer ist denn das. Und derjenige, der ihn erstmal bis dahin festgehalten hat, der darf das nur so lange, wie er eben nicht weiß, wer das ist. Wenn er den zufällig kennt, darf er den gar nicht vorläufig festhalten, bis dann eben entsprechend die Polizei da ist. Das ist schon mal irgendwie ganz interessant und lustig zu wissen. Aber nagelt mich jetzt bitte nicht auf diesen Paragraphenzeug, das ist außerhalb von Waldrecht. Nagelt mich da nicht zu sehr drauf fest, macht euch da gegebenenfalls nochmal selber ein paar Gedanken dazu. Da will ich jetzt gar nicht so lange drauf rumreiten. Aber das Zweite ist, man darf auch nur dann von jedermann festgenommen werden, diese sogenannte Jedermann-Festnahme, wenn man eine Straftat begangen hat und dort auf frischer Tat ertappt wird. Jetzt ist aber Feuer machen im Wald, solange man den nicht absichtlich anzündet und jede Menge Benzin verteilt und so weiter und so fort. Gar keine Straftat, sondern bloß eine Ordnungswidrigkeit. Und deswegen darf man wegen besagter Ordnungswidrigkeit überhaupt nicht festgehalten werden. Das heißt, niemand kann dich davon abhalten, und das ist dann noch nicht mal illegal, wenn man es macht, sich zu entfernen. Und das kann man gegebenenfalls auch schnell tun. Das ist auch nicht verboten. Durch den Wald rennen ist erlaubt, ne? Wie ein Bekloppter. Also nur vielleicht vorher das Feuer bitte, bitte, bitte ein bisschen ausmachen. So wenigstens ein bisschen. Also noch besser ganz. Das ist ja wurscht, ne? Also wenn das jetzt nicht ein Karate-Großmeister ist, der einen da gerade im Wald irgendwie erwischt, der Bock hat, Leute zu verhauen. Meistens
meistens ist ja bekanntlich Karate nur für Verteidigung, wie Mr. Miyagi so schön sagte. Aber, ne, also wenn es jetzt nicht irgendwas super Unrealistisches ist, hat man ja schon noch die Möglichkeit, erstmal das Feuer auszumachen. Das ist ja sicherlich auch im Interesse desjenigen, der da jetzt ein Problem mit dem Feuer hat. Und dann, na, ich sage jetzt nicht, man soll da wegrennen, aber es gibt halt auch kein Recht, festgehalten zu werden. Ja, das ist halt auch nun mal nicht gegeben. Es sei denn, es kommt da tatsächlich die Polizei direkt. Ja, derjenige, der einen entdeckt, ist so schlau, gar nicht hinzugehen und zu sagen, Sie Böser, Sie machen Feuer, ich rufe die Polizei. Und dann hat man ja noch reichlich Zeit, entsprechend Verschwindibus zu machen. Sondern derjenige, der einen entdeckt, das ist vielleicht jetzt durchaus auch ein Tipp für diejenigen, die jemanden entdecken, die tatsächlich ein sehr, sehr illegales Feuer machen und auch eins, was bei hoher Waldbrandgefahr stattfindet, wo es derjenige auch verdient hätte, entdeckt zu werden. Weil dieses Szenario gibt es übrigens auch noch, das ist nochmal wichtig. Da muss ich nachher nochmal drauf eingehen, ja. Ich hoffe, ich denke dran. Für so Leute wäre es interessant, wenn ihr also jemanden entdeckt, der im Wald ein wirklich gefährliches Feuer macht. Eins, wo wirklich eine Waldbrandgefahr von ausgeht und ihr möchtet, dass der erwischt wird. Das würde mir zum Beispiel so gehen, ich würde das dann wollen, ganz ehrlich, aber sowas von. Dann besser erst die Polizei rufen, warten, bis die da ist und dann den Kerl entsprechend konfrontieren. Ja, dann kann man auch aus dem Verborgenen der Polizei grob sagen, ab wann sie das Blaulicht besser ausschalten soll und mit denen kommunizieren. Die sagen einem dann schon, wie man sich verhalten soll. Das wäre jetzt so die Verhaltensweise, wenn man derjenige ist, der da jemanden entdeckt, nicht derjenige, der entdeckt wird. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass derjenige, der uns erwischt, gar nicht ein Otto-Normal-Waldbesucher ist, sondern wahlweise der Förster oder die Polizei. Wobei man auch nochmal differenzieren muss. Polizei kann einen tatsächlich festhalten, Förster kann das wieder nicht, weil der dürfte auch nur diese Jedermann-Festnahme machen. Und die darf er wiederum nicht, weil man ja keine Straftat begeht, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit. Aber der Förster kann, wenn man dann entsprechend nicht dreist genug ist, um einfach zu sagen, nö, ich zeige Ihnen meinen Ausweis nicht. Oder dummerweise in der blöden Situation ist, dass man einen YouTube-Kanal hat. Und wahrscheinlich hinterher herausfindbar ist, wer man eigentlich ist, dann kann man eigentlich gleich mit den Personalien rausrücken. Und dann ist der Unterschied der, dass der Förster im Gegensatz zu jedem anderen, außer der Polizei, direkt die Befugnis hätte, eben einem ein Bußgeld aufzudrücken. Kann er direkt tun, ja, kann er hinterher per Bußgeld Bescheid tun. Wenn er es direkt tun wollen würde, müsste er allerdings schon irgendwie was Schriftliches dabei haben. Das wird also im Regelfall nicht passieren. Da kommt dann hinterher der Bußgeldbescheid per Post. So, Polizei, wie gesagt, der Unterschied ist der, die dürfen die Personalien auch feststellen. Also wenn ihr jetzt jemand seid, der keinen YouTube-Kanal hat, der bei Wegrennen eine realistische Chance hat, dass niemand rausfindet, wer er eigentlich gewesen ist. Wenn die Polizei kommt, dann kann man halt festgehalten werden, wenn man versucht wegzurennen. Das ist der Unterschied. Ja? Ob das klappt, keine Ahnung, ist mir auch vollkommen Wurst. Wird in meinem Fall sowieso nicht passieren. Wenn mich mal jemand bei einem illegalen Feuer erwischen würde, was bisher noch nicht passiert ist, weil ich illegale Feuer auch so gut wie fast noch nie gar nicht, jedenfalls nichts, was nicht schon verjährt wäre, gemacht habe. Ja, man kennt da ja seine Leute, da bin ich halt in einer luxuriösen Situation, dass ich einfach die Notwendigkeit auch nicht habe. Und auch so meine Feuerchen machen kann, ohne dass ich da eben in der Grauzone allzu sehr rumwühlen muss. Man kennt dann auch irgendwann sämtliche legalen Feuerstellen weit und breit. Ne? Oder halt die Leute, bei denen man dann auch mal darf im Wald. Gut, ja, so, jetzt nochmal. Wir werden jetzt erwischt, wir können nicht flüchten, wir geben unsere Personalien gerne freiwillig raus, aus welchen Gründen auch immer. So, und jetzt kommt in irgendeiner Form entweder der Förster oder die Polizei, sieht, was wir da für ein Feuer verbrochen haben und jetzt spricht der, die das Wesen, das uns da erwischt hat, mit uns. So, und jetzt kommt ein interessanter, wesentlicher Bestandteil davon zu tragen, dass es halt um ein Bußgeld geht. Und Bußgelder, deren Höhe liegt im Ermessen der zuständigen Behörde. Die haben einen gewissen Spielraum und da ist jetzt das Problem. Im Wald liegt dieser Spielraum in den meisten Bundesländern zwischen günstig und sauteuer. Ja? Es gibt einen Haufen Bundesländer, die haben einfach nur drinstehen im entsprechenden Gesetz.
Feuer machen kann mit bis zu 100.000 Euro Bußgeld geahndet werden. Minimum steht keins da. So, meistens in der Praxis wird es darauf hinauslaufen, einfach um auch den Verwaltungsaufwand ein bisschen zu reduzieren, dass der entsprechende Förster, wenn er einen beim Feuermachen erwischt, darauf hinweist, dass er einen hiermit verwarnt. Böse, böse, das darfst du nicht wieder tun. Du bist jetzt aktenkundig, wir haben uns das gemerkt. Und mach das gefälligst nicht nochmal. Und das kostet jetzt, und das wird fast immer diese Summe sein, 55 Euro. Es kann sein, dass es die Möglichkeit gibt, einen minder schweren Fall zu haben. Es gibt Bundesländer, die haben beim Minimumbetrag für Feuermachen in der Natur weniger als 55 Euro. Und wenn das der Fall ist, dann kann auch mal ein Verwarngeld von weniger als 55 Euro ausgesprochen werden. Aber die Erfahrung zeigt einfach, Verwarngelder sind fast immer die 55 Euro. Selbst wenn es ein Minimum Bußgeld, also wirklich das komplett fertige Bußgeld. Wir müssen da unterscheiden. Verwarnung bedeutet, wenn du die akzeptierst, ist der ganze Quatsch erledigt. Ja, und du zahlst diese 55 Euro, meistens innerhalb von einer Woche muss das, glaube ich, sein. Ja, und dann ist das erledigt. Dann kann dir auch niemand mehr was und dann ist das vergessen und gegessen. Abgesehen davon, dass sie sich merken, dass du es gewesen bist, ja, falls du es nochmal machst. Aber ansonsten fertig. Wenn ein Bußgeld kommt, und das ist meinetwegen 20 Euro, ja, und Bußgeldbescheid, keine Verwarnung, ein Bußgeldbescheid, dann kann man dagegen wohl Einspruch erheben, dann kann das aber hinterher auch noch teurer werden, weil dann gibt es da erst mal noch vielleicht ein Verfahren dann hinterher, je nachdem, und mit dem Bußgeldbescheid einhergehen dann noch Bearbeitungsgebühren, und wenn du tatsächlich im Wald was angezündet hast, dann darfst du das auch noch zahlen. Oder wenn sogar die Feuerwehr ausrücken musste. Das ist nämlich das Nächste, ja? Dazu kommen wir gleich. Also, erstmal häufigster Fall. Du bist einsichtig, du gibst zu, ja, ist klar, aber ein Feuer ist doch was so Schönes. Das wird man nachvollziehen können, hoffentlich. Du wusstest das nicht. Irgendwie sowas um den Dreh. Dazu kommen wir dann auch gleich noch. Und dann gibt es eben besagte Verwarnung. So, 55 Euro, das zahlt man dann innerhalb von einer Woche, würde ich in jedem Fall absolut empfehlen, das dann auch wirklich zu tun. Dann ist man nämlich den ganzen Scheiß los, alles andere kann viel teurer werden. Viel. Also wenn die dann wollen und du da nicht wirklich super tolle Argumente hast, weshalb das jetzt ein total gerechtfertigtes illegales Feuer gewesen ist, dann wird alles andere einfach nur teuer. Ja, und zwar richtig. Und dann spielt eben diese Sache mit dem möglichen Maximalbetrag von, je nach Bundesland, bis zu 100.000 Euro. Und wenn es nicht 100.000 sind, dann sind es immer noch extrem viel Geld. Ja, dann sind es 1.000, das ist auch genug Geld, wenn man eben Lagerfeuerchen machen. Dann sind es 10.000, dann sind es 20.000. Ja, das ist je nach, da kann man sich jetzt mal gerne die entsprechende Tabelle, da gibt es irgendwie auf so einem Bußgeldrechner, gibt es da so eine lustige Liste, das verlinke ich euch mal unten. Es hat einige Mücken unterwegs heute, wo man nachgucken kann, was das so ungefähr je nach Bundesland dann da so ungefähr kosten mag. Das ist jetzt nicht hochamtlich, ich habe das mal irgendwann in Gesetzestexten auch nochmal nachgelesen. Das stimmt damit ungefähr überein, daher wird es ungefähr stimmen. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass man eben nicht nur ein Verwarngeld von 55 Euro bekommt, sondern tatsächlich einen Bußgeldbescheid direkt mit Summe X. Ja? Und wie hoch nun diese Summe ausfällt, das hängt jetzt davon ab, wie groß denn das Vergehen, die Ordnungswidrigkeit jetzt wirklich gewesen ist. Also da sollte dann wirklich eine Rolle spielen, ob man erwischt wurde mit einem winzig kleinen Gaskocher, mit einem Trangia, mit einem Hobo-Kocher, mit einem Esbit-Kocher. Ja? Also so vergleichsweise kleine Sächelchen, bei denen man sagen kann, die erzeugen noch nicht mal großartig Funkenflug. Ja? Ein Hobo-Kocher möglicherweise ja schon. Aber das Nichtvorhandensein von Funkenflug wäre zum Beispiel schon mal ein Argument, weshalb man demjenigen, der dieses Gerät bedient, recht gut zutrauen könnte, dass das unter Kontrolle hat. Er hat hier zwar ordnungswidrig handelt, aber nicht wirklich ein Risiko für einen Waldbrand besteht. Ich muss mal kurz den Akku wechseln. Oder der Erwischte macht zwar ein richtiges Lagerfeuer, aber das hat er super abgesichert und in einer vernünftigen Feuerstelle. Oder der Erwischte macht ein richtiges Lagerfeuer ohne irgendeine Absicherung, ohne irgendeine richtige Feuerstelle. Oder der Erwischte
macht ein richtiges Lagerfeuer ohne Absicherung, ohne richtige Feuerstelle und ist nicht mal da. Das brennt, während der irgendwie, keine Ahnung, 20 Meter weiter an seinem Rucksack rumhantiert oder gerade dabei ist, einen Tarp aufzuspannen und so weiter und so fort. Oder er hockt irgendwo in den Gebüschen und im Gebüsch und macht, was man da halt so tut. Ja? Und da wird es jetzt teuer. Ja? Und da wird es dann ganz schnell tatsächlich so, dass dann diese hohen Summen eine Rolle spielen. Ja? Und das Schöne bei diesen Bußgeldern ist, schön ist relativ, das ist nicht einkommensabhängig, sondern das ist tatabhängig. Ja? Wenn man zum Beispiel zu einer Geldstrafe verurteilt wird als Straftat, ja, weil man einem Kind den Lutscher geklaut hat, dann sind da so und so viele Tagessätze und die Höhe dieser Tagessätze berechnet sich nach dem Einkommen des Straftäters. Wenn das also ein ganz armer Schlucker ist, dann zahlt er meinetwegen 20 Tagessätze a 10 Euro. Und wenn das jetzt Milliardär ist, dann zahlt er halt 20 Tagessätze a 1 Million. Weiß ich nicht. Ganz so hoch wird es nicht sein, aber trotzdem dann deutlich höher. So, dass es jedem ungefähr gleich wehtut, je nachdem, was für eine Einkommenssituation er hat. Das ist so der Gedanke dahinter. Und das ist bei diesen Bußgeldern eben anders. Die sind gleich teuer, egal ob du Hartz-IV-Empfänger oder Bill Gates bist, meinetwegen. Oh nein, Bill Gates, bitte, nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht wieder irgendwelche Ideen, was der alles verbrochen haben soll. Bitte nicht, ja. Könnt ihr woanders diskutieren. Falsches Beispiel. Steve Jobs, der ist zwar tot, aber der eignet sich deswegen gerade ganz hervorragend für so ein Beispiel. So, jetzt, was nun, was nächstes? Ja, also diese Höhe dieses Bußgelds ist eben einmal von der Größe des Feuers und dem Umgang mit dem Feuer abhängig. So, nächster Faktor für die Höhe des Bußgeldes ist, wie gefährlich ist denn das jetzt gerade überhaupt, dass man den Wald da anzündet, wo man gerade hockt. Dafür spielt eine Rolle, was ist das für ein Wald? Grundsätzlich aufsteigendes Risiko, am harmlosesten reiner Laubwald. Danach kommt Mischwald und dann kommt reiner Nadelwald. Reiner Nadelwald, also am Feuer gefährdetsten. Hängt noch ein bisschen von der Baumart ab. Am liebsten brennt die Kiefer. Auf Platz 2 brennt Fichte Douglasie. Und dann, wenn es ein reiner Tannenwald wäre, wäre dann so ungefähr auf Platz 3. So etwa da müsst ihr euch orientieren in dem Bereich. Ich gehe mal davon aus, dass die entsprechenden Baumarten hoffentlich bekannt sind. Ein reiner Tannenwald ist aber sowieso super unwahrscheinlich. Ja? Also entweder Kiefer- oder Fichtenforst dann im Regelfall, wenn es sich um Nadelwald handelt. Im Mischwald geht es eben darum, was ist die Nadelholz-Mischkomponente? Ist es Kiefer, ist es Fichte? Ist es Kiefer, ist es schlecht, ist es Fichte, ist es besser, ist es nochmal irgendwas anderes, ist es noch besser. So. Und ein reiner Laubwald, ich sag jetzt mal, man muss sich Mühe geben, um den anzuzünden. Und deswegen kommen wir jetzt zur dritten Komponente, also Größe und Umgang mit dem Feuer. Faktor Nummer 1. Faktor Nummer 2, was ist das für ein Wald, ne? Wie schaut es da aus, wo du Feuer machst? Und drittens, wie trocken ist es gerade? Und dazu ist es ganz entscheidend, dass man vielleicht sogar weiß vorher, bevor man ein Feuer macht, ja? Sei es ein legales oder ein nicht legales, das sollte man sowieso immer wissen. Was für eine Waldbrandgefahrenstufe haben wir eigentlich gerade? Und das verlinke ich euch gerne mal in der Videobeschreibung und hoffe es tatsächlich nicht zu vergessen. Da gibt es den Waldbrandgefahrenindex vom Deutschen Wetterdienst und da kriegt man eine schöne Karte und die ist bunt und da gibt es Waldbrandgefahrenstufe 1 bis 5 und 1 ist ohne Erhöhung der Waldbrandgefahr. Das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, den Wald anzunehmen. Das bedeutet lediglich, dass kein erhöhtes Risiko besteht. Im Regelfall ist es dann da nicht sehr wahrscheinlich, dass man den Wald anzündet, wenn man es nicht will. Ja? Also man muss sich schon Mühe geben, sagen wir mal so. 2, man muss sich weniger Mühe geben, wenn man es dann will. Dass es aus Versehen passiert ist, in ganz seltenen Ausnahmesituationen, vielleicht in einem reinen Kiefernforst möglicherweise möglich, aber 2 ist eigentlich immer noch nicht gefährlich. Ab 3 kann aus Versehen Waldanzünden möglich sein, da hängt es dann noch sehr vom Wald ab. Ab 4 ist es definitiv möglich, absolut, und ab 5 ist es sogar ganz schön wahrscheinlich. Ja? Also der Unterschied zwischen 4 und 5 ist nochmal gravierend.
alarmierend. Bei 5 kann man auch einen Wald schließen und wirklich sagen, ihr dürft nicht mehr in den Wald, weil jedes bisschen, was da rumläuft und jeder, der da sich nicht ans Rauchverbot hält und jeder, der da irgendwie mal ein Streichholz in die Landschaft schmeißt oder eine Flasche, dieser Brennglaseffekt und solche Sachen, das ist wirklich alles nachweislich schon vorgekommen. Ja, und bei Stufe 5 ist das auch durchaus realistisch. Das müsste man jetzt einfach mal so glauben, da kann ich jetzt nicht noch ewig zu referieren. Und ja, das spielt eben auch eine Rolle. So, und jetzt folgende Idee. Man wird, während man gerade im Gebüsch am Tarp aufbauen ist, 20 Meter von seinem überhaupt nicht gesicherten großen Lagerfeuer entfernt erwischt, in einem Kiefernforst mit mächtiger, schön brennbarer Humusauflage unterm Feuer, direkt, ne, da keine Platte dazwischen, nix, sondern direkt unterm Feuer. So, bei überhaupt keiner, Einsicht spielt noch eine Rolle, ja. Ob du zugibst, ja, scheiße, das bin ich gewesen, ja, es tut mir leid, ich mach das nie wieder. Oder, nein, ich habe das Recht, das zu tun, die Natur gehört uns allen, ich bin ein Teil der Natur und so ein Schwachsinn. Dann, ne, also gehen wir mal davon aus, dass die Einsicht fehlt für unser konkretes Beispiel. Wir befinden uns in Brandenburg, da ist am teuersten, macht Sinn, da gibt es auch am meisten Waldbrände. Und wir haben Waldbrandgefahren Stufe 5, ja, und nochmal eben Kiefernforst per excellence. Dann nähern wir uns theoretisch wirklich einem Bußgeld von diesen 100.000 Euro, die, glaube ich, auch in Brandenburg gewesen sind, die man da potenziell für bezahlen kann. So, ja. Anderes Szenario, im Schwarzwald, ja, im Buchen-Tannen-Mischwald mit nachweislich sehr hohen Niederschlägen um die 1200 oder sogar, wir gehen noch mal ein bisschen höher. Nehmen wir mal an, wir hätten kurz vorm Naturschutzgebiet, im Naturschutzgebiet wäre teuer, kurz vorm Naturschutzgebiet auf dem Schauinsland hätten wir unser Feuerchen, das ist der Hausberg von Freiburg, noch mal etwas geografisch einordnen können, wenn wir es nicht auskennen. Da hätten wir unser Feuerchen gemacht, da haben wir immer noch Niederschläge, die sind jenseits von Gut und Böse, sagen wir mal 1600 mm im Jahr. Es ist eine richtig feuchte Ecke, es hat vor ein paar Tagen geregnet, wir haben Waldbrandgefahr in Stufe 1, wir befinden uns nach Möglichkeit auch noch im Winter, vielleicht liegt sogar noch Schnee, ja, machen wir mal so, es liegt sogar noch Schnee. Und wir mühen uns da ab, einen Hobokocher anzuwerfen. Ja? Und beim Anwerfen dieses Hobokochers, während wir uns immer auf den Hobokocher konzentrieren, beim Antreffen, beim Gefunden, beim Entdecktwerden sitzen wir vor diesem Hobokocher und der qualmt und ruß und wir kriegen da gerade ein paar Flämmchen zustande und haben miserabelste Bedingungen zum Feuer machen. So, und da werden wir jetzt entsprechend erwischt. Der Förster möchte uns ein Bußgeld aufbrummen. Nicht eine Verwarnung. Realistisch ist, dass man in so einem Fall nur die Verwarnung bekommt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es soll ein Bußgeld sein, dann hätte er extreme Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, falls man gegen dieses Bußgeld Einspruch erhebt, irgendwas, was teurer ist als 50 Euro durchzuboxen. Ja, weil in Baden-Württemberg geht das mit der Bußgeldhöhe auch schon relativ niedrig los. Da kann es also durchaus noch recht günstig sein, ein ordnungswidriges Feuer gemacht zu haben. Und das ist jetzt einfach mal das Gegenbeispiel. Ja. Da kann man dann, also wenn es dann heißt, das ist jetzt Bußgeld 200 Euro, da würde ich tatsächlich Einspruch erheben, weil ein weniger gefährliches Feuer als das beschriebene Szenario kannst du gar nicht machen. Es ist de facto unmöglich, in diesem Szenario den Wald anzuzünden. Das geht nicht. Es sei denn, du hast noch einen heimlichen Benzinkanister im Rucksack und hast dann später vor, wirklich absichtlich den Wald anzuzünden, das Ganze als ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer zu tarnen oder irgend so ein Schwachsinn. Ja? Aber lassen wir das mal außen vor. Dann ist das einfach unmöglich. So. Noch ein paar Ergänzungen und Sonderfälle. Wenn das Feuer, das man im Wald gemacht hat, einen Feuerwehreinsatz auslöst, scheißegal wie klein das Feuer gewesen ist, die einzige Ausnahme wäre, es ist ein legales Feuer und löst einen Feuerwehreinsatz aus. In dem Fall müsste man den nicht bezahlen, dann ist halt dumm gelaufen. Aber in jedem anderen Fall, völlig Wurst, wie gesagt, das ist auch unabhängig vom Bußgeld. Das Bußgeld kann 10 Euro sein. Ja, das kann das harmloseste Feuer der Welt sein. Irgendein Depp ruft die Feuerwehr, weil er einen Hauch von Rauchwölkchen im Wald sieht. Und die kommt und entdeckt einen da und kann zuordnen, da ist tatsächlich ein Feuer gewesen, wenn da überhaupt nichts gewesen ist und der die Feuerwehr völlig umsonst gerufen hat, dann ist er natürlich wieder schuld, der sie dann gerufen hat.
Aber nehmen wir mal an, die kommt wirklich, löscht unser Lagerfeuer ordnungsgemäß und dann kommt hinterher die Rechnung. Das wird dann auch nochmal richtig, richtig, richtig teuer. Kann auch sein, dass der Hubschrauber kommt. Bei Waldbränden gar keine Seltenheit, dass sie das mal gerne noch mit dem Heli abklären lassen. Dann wird das auch sehr schnell sehr, sehr teuer. Und da reden wir dann auch von 10.000 Euro oder irgendwie sowas, je nachdem, welche Größenordnung das dann halt eben ist. Mag vielleicht auch mal bei der Hälfte rauskommen, mag vielleicht auch mal das Doppelte kosten. Ne? So, das wäre vielleicht noch ganz interessant zu wissen. In jedem Fall beim Feuermachen, wenn einer die Feuerwehr und gar nicht die Polizei ruft, dann kann das richtig unangenehm werden. Also das muss man auf jeden Fall auch noch im Hinterkopf behalten. So, dann nochmal der Hinweis dazu, ab wann macht es denn Sinn für denjenigen, der im Wald rumläuft und gar kein Feuer macht, sondern im Gegenteil jemanden entdeckt, der ein Feuer macht, den dann eben entsprechend zu verpfeifen? Nach meiner persönlichen Meinung nach würde ich das jederzeit tun und jederzeit gutheißen, wenn das andere tun, sobald das eben ein Feuer ist, das für den Wald wirklich auch eine Gefährdung darstellt. So, und da sind wir wieder bei der erhöhten Waldbrandgefahrenstufe. Deswegen eigentlich auch nicht schlecht, wenn jeder, der in den Wald geht, zumindest mal eine grobe Ahnung von der aktuellen Waldbrandgefahr hat. Jetzt so die letzten Tage hat es zum Beispiel hier bei uns ein bisschen geregnet. Das heißt, die war jetzt wieder runter auf 1. Sie steigt jetzt peu à peu wieder ein bisschen an. Dürfte inzwischen sowas bei 2 oder 3 liegen. Ja? So grobe Schätzung. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Aber ich kann das ja auch besser einschätzen als vielleicht der ein oder andere. Aber grob eine Vorstellung haben, so ungefähr ist es eher hoch, ist es eher niedrig. Vielleicht hat man Handyempfang und kann es auch kurz mal nachgucken, wenn man da sieht, oder macht einer Feuer, hat mich noch nicht entdeckt. Jetzt überlege ich mal, wie ich damit umgehe. Ja? Und bei einer hohen Waldbrandgefahrenstufe, dann hängt es jetzt auch drauf an, ist sie 3 oder ist sie 5? Ja? Bei 5 rufe ich die Polizei. Bei 3 kann man vielleicht nochmal drüber reden. Ja? Wenn man drüber redet, hat den Nachteil, dass du danach die Feuerpolizei nicht mehr großartig rufen musst, weil bis die da ist, ist der weg. Schwierig, ne? Muss dann jeder für sich selber eben entsprechend wissen, wie er da reagiert. Und dann kommt es halt auch wieder drauf an, eben genau wie wenn auch bei der Bemessung der Bußgeldhöhe, ist es ein großes Feuer, ist es ein kleines Feuer, ist es ein Spirituskocher, ein Gaskocher, ein Busch, ein Hobo. Ja, das soll es im Wesentlichen gewesen sein. Die ausführlichere und gemütlichere und ein bisschen aktualisierte Fassung von eben der ganzen Feuerrechtsgeschichte, diesmal inklusive möglicher Konsequenzen, wenn man da Scheiße baut. Ja, das war's. Ja, mehr fällt mir nicht ein. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal und das wird hoffentlich bald der Fall sein. Macht's gut!